Mit einem komplett bayerischen Kader geht die CSU ins Rennen um die Plätze im Europaparlament. Dem gehört auch die derzeitige Europaabgeordnete Dr. Anja Weisgerber an. Nach ihrer ersten Legislaturperiode möchte die Schweinfurterin erneut das Vertrauen der Wähler gewinnen. Den Rücken bekam die Rechtsanwältin von ihren Parteikollegen gestärkt. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt kam nach Gerolzhofen, um über die Zukunft der Union zu berichten. Die Partei ist im Wandel, will sich in nächster Zeit vor allem modernisieren. Es ist ganz wichtig, dass sich eine Partei heute auch öffnet all denen gegenüber, die heute außerhalb der Politik unglaublich engagiert sind, Personen und Gruppen im Kulturbereich, im Umweltbereich, im Wirtschaftsbereich. Denen allen wollen wir ein Angebot machen und wollen sagen, wir nehmen euch ernst, wir wollen euch auch mitnehmen. Ihr könnt mit euren Anliegen bei unserem Diskussionsprozess, bei unserem Meinungsbildungsprozess in der Partei mitwirken. Und das ist ein Teil der Modernität, die heute keine andere Partei in Deutschland bietet. Bayerns Regierungspartei geht vor der Europawahl im Juni und der Bundestagswahl im September in die Offensive. Die Schlappe der Landtagswahl 2008 ist allmählich verdaut. Auch der Bundestagsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Michael Gloß glaubt an ein gutes Wahlergebnis seiner Partei. Die Schwierigkeit bei dieser Wahl liegt vor allem darin, die Menschen an die Urne zu bekommen. Schließlich müssen die Bürger in den Pfingstferien ihre Kreuze machen. Wir haben natürlich da ein kräftiges Stück Arbeit noch vor uns, die Menschen zu überzeugen, dass sie zur Wahlurne gehen. Vor allen Dingen ist es eine Frage der Mobilisierung. Ich begegne noch zu viel Gleichgültigkeit gegenüber der Europawahl. Da müssen wir noch sehr viel Arbeit leisten. Das Vertrauen der Parteiobersten gehört auch in diesem Jahr wieder Anja Weisgerber. Mit ihrem Listenplatz 3 hat sie gute Voraussetzung, erneut ins Europaparlament einzuziehen.